EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Herman Melville. Moby Dick oder der Weiße Wal. Übersetzt und bearbeitet von Wilhelm Strüver. Viertes Kapitel. Wir gingen den Kai hinunter, bis wir an das Schiff kamen. Quiekweck trug seine Harpune und Kapitän Peleg begrüßte uns mit seiner rauen Seemannstimme von dem Wigwam aus. Er sagte, er hätte nicht angenommen, dass mein Freund ein Kannibale wäre. Er müsste uns mitteilen, dass Kannibalen an Bord des Schiffes keinen Zutritt hätten, es sei denn, dass sie vorher ihre Papiere vorgezeigt hätten. »Was verstehen Sie darunter, Herr Kapitän?« sagte ich, sprang an Bord und ließ meinen Freund auf dem Kai stehen. »Das heißt, dass er seine Papiere vorzeigen muss.« »Ja«, sagte der Kapitän Bildert mit hohler Stimme und steckte hinter Peleg den Kopf aus dem Wigwam hervor. »Er muss nachweisen, dass er bekehrt ist, Sohn der Finsternis.« Und er wandte sich an Quiekweck. »Gehörst du einer christlichen Gemeinschaft an?« »Er bekennt sich zur ersten Gemeinschaft der Heiligen«, sagte ich. Nebenbei bemerkt, werden viele tätowierte Wilde, die auf Schiffen von Nantucket fahren, schließlich Christen. »Die Gemeinschaft der Heiligen?« rief Bildert. »Was soll denn das heißen? Doch nicht die, die im Versammlungshaus von Colemans diakonischer deuteronomischer Gemeinde ihre Versammlungen abhält?« Damit nahm er seine Brille heraus, rieb sie mit seinem großen gelben indischen Taschentuch ab und setzte sie sehr sorgfältig wieder auf. Er kam aus dem Wigwam heraus, lehnte sich etwas steif über die Reling und sah meinen Quiekweck wohlwollend an. »Wie lange ist er denn schon dabei?« sagte er und wandte sich an mich. »Wohl noch nicht lange, junger Mann.« »Nein«, sagte Peleg, »und er ist auch wohl noch nicht richtig getauft worden. Er hätte doch sonst sein verteufelt blaues Gesicht etwas abfärben müssen.« »Ist das wahr«, rief Bildert, »dass dieser Philistersohn wirklich zur diakonischen deuteronomischen Gemeinde gehört? Ich habe ihn nie dort hineingehen sehen, und dabei bin ich an jedem Tag des Herrn dort.« »Ich verstehe nichts von den diakonischen deuteronomischen Gemeinden oder wie sie sonst heißen, aber ich weiß, dass Quiekweck in der Gemeinschaft der Heiligen geboren ist. Quiekweck ist selbst ein Diakon.« »Junger Mann«, sagte Bildert todernst, »du treibst deinen Spott mit mir. Erkläre mir, junger Hethide, was für eine Kirche meinst du? Gib mir Antwort.« Als ich mich so in die Enge getrieben sah, erwiderte ich, »Ich meine dieselbe alte apostolische Kirche, der Sie und ich, der Kapitän Peleg da, und Quiekweck und wir alle und jeder Mensch und jede Seele von uns angehören. Die große Gemeinschaft der Gläubigen, wie sie immer bestanden hat und immer bestehen wird. Die Kirche, die uns zu demselben Glauben vereinigt und in der wir uns alle die Hand reichen.« »Junger Mann«, rief Peleg und kam näher zu mir heran. »Du hättest besser für einen Missionar als für die Bedienung des Vordermastes getaugt. So eine gute Predigt habe ich noch nie gehört. Nicht einmal der Vater Mäppel könnte es besser, und der versteht doch etwas von der Sache. Kommt an Bord, von den Papieren soll nicht mehr die Rede sein. Sag Quohok, oder wie heißt er doch, er soll auch kommen. Was hat er denn da für eine Harpune? Die scheint nicht schlecht zu sein, und er hält sie ganz richtig. Hör mal, Quohok, oder wie du sonst heißt, hast du schon mal in einem Walfischboot gestanden? Hast du schon einmal einen Fisch zur Strecke gebracht?« Ohne ein Wort zu sagen, sprang Quiekweck in seiner ungestümen Art auf das Schiff, von dort in ein Walboot, das an der Seite hing, spreizte das linke Knie zur Seite, hielt die Harpune zum Wurf bereit und rief, »Kapitän, Sie kleinen Teerflecken auf Wasser dort sehen. Sie ihn sehen? Gut, ihn für Walfischauge halten.« Damit faßte er das Ziel scharf ins Auge, schoss das Eisen gerade über den breiten Hutrand des alten Bildert, mitten durch das Schiffsdeck und traf genau den leuchtenden Teerflecken. »Nun«, sagte Quiekweck und zog ruhig die Leine ein, »hatten Sie ihn für ein Walfischauge, nun Walfisch tot.« »Schnell, Bildert«, sagte Peleg, der über die fortschießende Harpune in seiner Nähe nicht wenig erschrocken war und sich dem Fallripp an der Kajüte genähert hatte. »Schnell, Bildert, und mach die Schiffspapiere in Ordnung. Wir müssen diesen Hedgehog, ich meine den Quohok, für ein Boot haben.
»Hersehen, Quochog, wir wollen dir einen 90. Anteil geben, und das ist viel mehr, als jemals ein Harpunier aus Nantucket gekriegt hat.« Damit gingen wir in die Kajüte, und zu meiner großen Freude wurde Quiekweck bald in dieselbe Mannschaft aufgenommen, der ich angehörte. Als alle Formalitäten erledigt waren und Peleg das Schreibzeug zurechtgelegt hatte, wandte er sich an mich und sagte, »Ich glaube, Quohog kann nicht schreiben. Hör mal, Quohog, schreibst du deinen Namen oder machst du ein Zeichen?« Aber über diese Frage war Quiekweck, der zwei- oder dreimal vorher etwas Ähnliches mitgemacht hatte, keineswegs verlegen. Er nahm die angebotene Feder und gab eine Kopie des merkwürdigen Zeichens, das ihm in den Arm tätowiert war, so dass an der angegebenen Stelle durch den Irrtum des Kapitäns Peleg in Bezug auf seinen Namen Folgendes zu lesen stand. Quohog und sein Pluszeichen. Indes saß Kapitän Bildet ernst da und schaute Quiekweck ununterbrochen an. Schließlich stand er feierlich auf, durchsuchte die weiten Taschen seines grauen Rockes mit einem breiten Gürtel, nahm einige Traktate heraus und suchte eins aus mit der Überschrift »Das kommende Gericht« oder »Solange es noch Zeit ist«. Er händete es Quiekweck ein, fasste ihn bei den Händen und sah ihn ernst in die Augen. »Sohn der Finsternis, ich muß meine Pflicht dir gegenüber erfüllen. Ich bin der Teilhaber dieses Schiffes und fühle mich für die Seelen der Mannschaft verantwortlich. Wenn du noch an der heidnischen Art festhältst, was ich sehr befürchte, so ersuche ich dich, bleibe nicht für immer ein Anhänger Baals. Wende dich ab von dem Götzen Baal und dem scheußlichen Drachen. Hüte dich vor dem kommenden Gericht und steuere nicht auf den Höllenpfuhl zu.« Etwas von dem Geruch des Meeres war doch in der Sprache des alten Bildert haften geblieben, die mit Wendungen aus der Schrift so merkwürdig durchsetzt war. »Aber nun stopp, Bildert, verderb uns nicht den Harpunier«, rief Peleg. »Fromme Harpuniere geben nie gute Seeleute. Ein Harpunier, der nicht etwas verwegen ist, ist nichts wert. Da war der junge Ned Swaney, der allerbeste Bootsführer von ganz Nantucket und Vineyard. Der wurde fromm, und dann war er mit einem Male erledigt. Er kriegte solch einen Schrecken über seine verpestete Seele, dass er den Walfischen auswich und vor ihnen bange wurde, aus Angst, es könnte ihm schlecht gehen, wenn er einen harpunierte, und so ging er zu Davy Jones.« »Peleg«, sagte Bildert mit emporgerichteten Blicken und erhobenen Händen, »du sowohl wie ich, wir haben manche Gefahr bestanden. Du weißt, Peleg, was die Furcht vor dem Tode bedeutet. Wie kannst du auf so gottlose Weise darauf losschwätzen? Du strafst ja dein eigenes Herz Lügen. Sag mal, was dieser Pequod mit den drei zerbrochenen Masten in dem Taifun bei Japan lag, ich meine die Reise, die du mit Kapitän Ahab machtest, hast du da nicht an den Tod und an das jüngste Gericht gedacht?« »Was soll sich einer anhören?« rief Peleg, marschierte in der Kabine auf und ab und steckte die Hände tief in die Taschen. »Solch ein Quatsch! Als wir jeden Augenblick dachten, das Schiff könnte untergehen, da sollen wir an den Tod und an das jüngste Gericht gedacht haben? Als die drei Masten unter einem donnernden Krach umknickten und die See am vorderen Achterdeck schrecklich tobte, da sollen wir an den Tod und an das jüngste Gericht gedacht haben? Nein, dafür hatten wir keine Zeit. Kapitän Ahab und ich, wir dachten an das Leben, wie wir alle Hände rühren könnten, wie wir die Notmasten richtig anbringen und in den nächsten Hafen kommen könnten. Daran haben wir gedacht.« Bildert sagte nichts mehr, sondern knöpfte sich den Rock zu und stolzierte auf Deck herum, wohin wir ihm folgten. Da stand er und beaufsichtigte in aller Ruhe einige Segelmacher, die ein Topsegel um Mitteldeck ausbesserten. Manchmal bückte er sich und hob einen Lappen oder ein Stück Bindfaden auf, das sonst verloren gegangen wäre. EA Pro Production.